Hurra, hurra, die Brand Newsbox ist da! Für den Monat April. Und Heiko sitzt auch im Off. Hallo. Darauf habe ich gewartet. Und jetzt packen wir sie mal zusammen aus. Die ist richtig schwer. Jetzt wollte ich gerade das SCH-Wort sagen, weil in dem Moment, wo ich die Karte gesehen habe, wisst ihr, was ich schon wieder vergessen habe, oder? Vorher zu gucken. Ja. Naja. Irgendein schlauer Mensch, und das meine ich jetzt ernst, hat ja gesagt, ich könnte mit meinem iPad mir hier das hier hinlegen praktisch, dann wüsste ich ganz genau die Preise und wann das gelauncht ist. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee. Und wo ist das iPad jetzt? Oben bei mir auf dem Bett. Da laufe ich jetzt nicht hoch, das heißt, wir müssen da wieder ohne Preise und ohne Launchdatum durch. Aber vielleicht denke ich ja beim nächsten Mal dran. Im April macht die Box, was sie will. Und zwar versucht sie nur eins, mich glücklich zu machen. Das klingt spannend. Ach hier, die Picknickbox, da müssen wir deine Schwester noch fragen, ob sie die haben will. Als erstes gibt, und zwar mal keine Schafen. Ist das cool? Oder? Ja. Das finde ich richtig cool. Ist nicht gut, Brand News, dass ihr Chips reinpackt. Ihr seht, was passiert. Ich darf das. Bei meiner schlanken Linie. Wie hat Nadels bunte Welt gesagt, die gute Figur muss erhalten bleiben. Joa. Also was für Mama. Also auf jeden Fall nicht scharf und von daher. So. Da haben wir das News-Magazin. Mit Spargel und tolle Knolle. Alles rund um die Kartoffel. Das klingt gut. Spargel, Kartoffeln. Esse ich alles gerne. Oh, und dann haben wir ein Bierchen. Das ist wieder was für Heiko. Mit Ginger. Bier und Ginger. Das ist neu. Ja, das wüssten wir, wenn wir jetzt das iPad unten hätten. Genau. Ob das neu ist. Von der Warsteiner Brauerei. Wollen wir mal ein Gläschen. Reichen wir mal ein Gläschen rüber. Ein Gläschen Wein. Oh. Nanu. Was ist das? Ein Formblatt. Kundenspezifikation Food. Bezogen auf den. Eat Natural, Brazil and Sultana, also mit Rosinen wohl. Ja. Aber, ups, ja, Sultanin, Erdnüsse, mich wundert, dass hier so ein Zettel mit dabei ist. Vielleicht hat er... Aber das war richtig darum gewickelt. Als wegen Allergien oder was, weiß ich das? Das kann natürlich sein, dass das jetzt dazugehört irgendwie, oder dass es versehentlich damit gelandet. Oder ist eine Umfrage? Ich weiß ja nicht, musst du ausfüllen und zurückschicken? Nee. Muss man nicht ausfüllen. Hier sind zwar Kästchen zum Ankreuzen, aber da steht Allergene, nur angegeben, wenn enthalten. Und dann sind hier schon Kreuzchen. Was bringst du mir denn für eine Tasse? Naja. Ich habe keine andere. Elli haben wir ausgesperrt im Garten. Sie keift. So. Rösterchen! Und wenn sie nachher leid, weiß ich warum. Also es schmeckt besser als die letzten, die dabei waren. Ich habe ja häufiger mal probiert. Du hast ja auch immer nur die richtigen Biere probiert. Ja, die waren ja aber häufig alkoholfrei und war dann nicht auch mal mit irgendwas. Aber durch diesen, ich denke mal, das ist durch diesen Ginger schmeckt Ingwer. Das. Der mildert das ein bisschen ab. Jo. Also den Riegel und dann kommen wir zur zweiten Etage, die ist O. Die ist O? Guck mal, oh. Die hatte ich in einem Instagram-Post gesehen und hatte Heiko noch davon erzählt, das ist eine neue Coca-Cola mit Stevia und die schmeckt eigentlich ganz gut, ne? Ja. Deswegen brauche ich die jetzt nicht probieren, also die schmeckt okay. Ich bin eher Pepsi-Fraktion, da spalten sich ja die Geister, heißt das so? Ja, ja, ne? Also ich mag lieber Pepsi, aber ich finde die auch ganz gut. Ja, und am liebsten hast du die Pepsi Light koffeinfrei gemacht, die es nicht mehr gibt. Ja, früher mal. Ja. So, Knoblauch-Rub, Gewürzzubereitung, einfach einmassieren und grillen. Guck mal, wir wollten am Wochenende eventuell grillen.
Vielleicht wäre das was für dich. Einreiben, einmassieren. Ins Fleisch. Oh. Oh, der strahlt Heikos Augen. Ein Beef Jerky. Da kann ich ja so gar nichts mit anfangen. Die haben wir damals in Amerika, da die immer schon gekauft. Da gab es die, glaube ich, hier noch gar nicht. Nee. Ne? Das ist aber auch schon ewig und drei Tage her. Und das war noch Ende der 90er. Und leckeres Fleisch. Getrocknet. So zum Naschen. Jeden das seine, ne? So, dann haben wir hier was. Ein Waser Knäckebrot. In rund mit Sesam, mit Meeressalz und French Herbs, also französischen Kräutern. Französische Gewürze. Ja, und dann so ein bisschen Butter drauf, ne? Ja. Stelle ich mir auch ganz lecker vor. Oder einfach nur zum Knabbern. Vielleicht sind die auch nicht so hart. Meine Mutter ist Knäckebrot häufig zu hart. Da hat sie immer Angst, dass sie sich die Kronen bald ausbeißt. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Wenn wir mal probieren, ansonsten kriegt Mama das. Die isst total gerne Knäckebrot. So. Von Landliebe eine Marmelade. Schwarzkirsche. Das klingt gut. Ja. Schwarzkirschen sind häufig relativ süß, ne? Ja, ich dachte, von hier sah es aus ein bisschen wie Pflaumenmus. Nee, Schwarzkirschen. Die schönen Knubberkirschen. Wann ist die Zeit eigentlich wieder? Juni? Juli? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber dunkle, schwarze Kirschen. Da kann sie auch tot dran essen, ne? So. Ei! Arriba, arriba! Andale, andale! Wo wir vorhin gerade von scharf sprachen, eine extra Hot Mexican Sauce. Nee. Ich glaube, die wird bei deinen Eltern landen, oder? Die kriegt Niki oder Luki. Ja. Die essen ja so scharf. Die essen lieber scharf, die grillen auch viel. Und weil wir sind nicht so die scharfe Fraktion. So, mal gucken, ob hier noch was drin ist. Noch irgendwas. Ah! Guck mal, wieder die Capri-Sonne. Die liebt Hanna ja. Und die haben wir ja in der letzten Box mit Cola gehabt. Ja. Und dieses Mal ist es Kirsch und ja, mag Hanna total. Die Form, weil sie die hochzurücken kann. Ja, und findet sie super. Und mir ziehen sich immer die Zähne aus, weil sie beißt da richtig rein. Sie beißt da rein. Sie ist ein Eisbeißer. Hm? Was ist das? Das ist Karamellherzchen. Verziert mit weißer und Vollmilchschokolade. Oh. Man sieht deinen Blick nicht, aber ich sehe schon wieder was, ja. Das ist aber von De Beukeler. Ja. Naja, muss ja auch probiert werden, ne? Oh, die sind klein. Ich hatte die jetzt im ersten Moment irgendwie größer erwartet, aber ich finde das so eigentlich schöner, als wenn das solche Riesendinger sind. Sie riechen gut. Hier unten ist tatsächlich so mit Schokolade und innen drin scheint dann diese Karamellfüllung zu sein. Schmeckt gut. 2,5% Alkohol. Ja, mir ist auch schon ganz warm. Ja, ich merke das schon. Und nachher fängt sie an, schmutzige Lieder zu singen und ich muss sie wieder ins Bett bringen, weil sie dann hakedicke ist von dem Schluck. Betonung auch wieder. Passiert nur so oft. Ja. Die sind richtig lecker. Die sind auch so schön soft. Das ist nicht so, dass man das ganze Gebrösel dann irgendwie unter sich hängen hat. Die sind richtig schön. Dann war mal richtig viel für dich diesmal drin. Die schmecken richtig gut. Aber ich glaube, das war's jetzt. Schade. Du hättest weitergehen können. Jo, hätte so weitergehen können. Nee, also echt eine gelungene Box, würde ich sagen. Ne? Ja. Diesmal richtig schön gemischt alles. Ja. Top. Vor allen Dingen für jeden von uns was dabei. Ja. Die ganze, ich suche was zum Verschenken. Die ganze bucklige Familie wird davon satt und freut sich über dies und das. Und ja.
Der Inhalt war für uns mal wieder rundum gelungen. Wir zählen die Tage bis zur nächsten Brand News Box und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss und schönen Feiertag! Ja, genau. Tschüss! Kohlrabi-Cremesuppe. Für das Rezept benötigen wir einen großen Kohlrabi, ca. 500 Gramm.